Was machst du mit der Zitrone? Ich guck die nur an, weil ich keine Banane habe. Banane? Banane? Dann war doch was. Da fällt mir ein, es gab doch irgendwann mal so eine Geschichte, wo Fondsmanager angetreten sind gegen Affen, um in einem Wettbewerb angetreten. Ja, ich kenne die Geschichte. Es geht um die Vorteilhaftigkeit von Aktivität auf Kapitalmärkten, von aktivem Management. Es geht um die Daseinsberechtigung von aktiven Fonds, für die wir ja eine Menge Gebühren zahlen. Ja. Und da hat ein amerikanischer Kapitalmarktforscher erstmalig im Jahr 1973 den Vorschlag gemacht, er würde so eine Gruppe von Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern auf der einen Seite antreten lassen gegen eine Horde wilder Affen. Die ersten, wohlbezahlt, gut ausgebildet, bringen ihre Expertise ein und suchen von Hand mit viel, viel Mühe und Analyse die besten Aktien raus. Und die Affen, die werfen mit Dartpfeilen einfach auf den Kursteil einer Zeitung. Ja. Mit anderen Worten, es ist reiner Zufall. Also keine wissenschaftlich fundierte Untersuchung? Hat doch letztlich schon. Die Fondsmanagerinnen und Fondsmanager sind nie gegen die Affen angetreten. Das war denen dann doch etwas zu krude. Aber man hat es dann gemacht, dass diese Experten gegen einen Zufallsgenerator angetreten sind. Und dieses Experiment hat man mehrfach gemacht. Also keine Affen, sondern einen Zufallsgenerator. Ja, und jetzt interessiert dich bestimmt, und wie war das Ergebnis? Wie das ausgegangen ist. Ja, klar. Man hätte doch meinen können, dass diese ausgebildeten Leute, dass die besser sind. Hätte ich angenommen, ja. Als der reine Zufall. Aber sie waren schlechter. Hm. Nicht immer, aber in den meisten Stichproben waren sie schlechter. Man hätte jetzt auch sagen können, Mensch, die hätten doch zumindest auch den Zufall abbilden können. Und was lernen wir daraus? Ja, also, aktives Management lohnt sich nicht, weil die Leute, die sich passiv verhalten, die stehen ja als Marktpartner gar nicht zur Verfügung. Also ein Aktiver kann nur von einem anderen Aktiven kaufen oder verkaufen. Ja. Da braucht den Partner. Und der Gewinn des einen ist der Verlust des anderen. Das ist ein Nullsummenspiel. Also kein überdurchschnittlicher Erfolg möglich. Und jetzt muss man noch sehen, aktives Management kostet. Ja. Also der Zufallsgenerator braucht nur ein bisschen Strom. Und die Affen, die wären ja, wenn sie hätten dürfen, glücklich gewesen mit Dartpfeilen und Bananen. Aber so Fondsmanagement, da gibt es ein Agio. Da gibt es jährliche Gebühren, Total Expense Ratio, Ongoing Charges, Performance Fee, Market Impact, Turnover Rate. Soll ich weiterreden? Nee, lass mal. Okay. Alles klar. Danke.